Hallo Kackbratzen. Normalerweise würde ich einen niemand wie euch nicht mal mit dem Arsch angucken. Ihr fragt euch, warum ich hier auf diesem jämmerlichen Kanal hauptsächlich nur Retro-Spiele zeige. Habt ihr euch mal so umgeschaut, was in letzter Zeit so auf den Markt gekotzt wird? Gefühlt jedes zweite Spiel ist eines dieser Live-Service-Kacke, das künstlich monatlichen Events, Lootbox-Lotterien und haste nicht gesehen am Leben erhalten wird, da das Spiel selbst absolut null Content bietet. Im Prinzip haben wir nur noch Fortnite, Suicide Squad Fortnite, Helldivers 2 Fortnite, Apex Fortnite, Call of Duty Fortnite, The Finals Fortnite und 12.000 andere Spiele, die nach dem immer gleichen Kack langweiligen Rezept funktionieren, um den Leuten, die gerade mal eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden haben, etwas bieten zu können, da diese sogenannten Gamer rein kognitiv gar nicht mehr in der Lage sind, sich um eine eher komplizierte Story zu kümmern. Und nach einem Jahr wird das Lieblingsspiel so langweilig wie abgestandene Cola und keine Sau hat mehr Bock auf den Scheiß und man holt sich den nächsten Looter-Shooter. Auf der anderen Seite haben wir Remakes und Remakes von Remakes und den üblichen Schrott, den man mit dem Unity- oder Unreal-Baukasten billig zusammengekotzt hat und dann auf den Markt wirft. Der übliche Triple-A-Scheiß also. Und dann haben wir Ubisoft, die sich mittlerweile zu den größten Arschkrampen aller Zeiten entwickelt haben. Ihr neuester Hit? Schall und Rauch, das unglaubliche tolle Piraten-Sandkasten-Ding, an dem man quasi ein Jahrzehnt lang rumentwickelt hat. Und im Prinzip hat man auch nur den besten Part von Assassin's Creed Black Flag hergenommen und in eine endlos langweilige von einer KI entworfenen und aufgeblasenen Welt geworfen. Seelenlos und ohne Inspiration. Und wie nennt Ubisoft diesen Brechdurchfall? Quadruple A. Meine lieben Kackbratzen, was soll nun die schöne neue Welt der Quadruple A bedeuten? Im Falle von Skull und Bones bedeutet es wohl analfixierte Arschaffen am Abkacken. Der Anbruch des Kapitalismus. Unternehmen so mächtig wie Nationen beherrschen die See und die ertragreichsten Handelsrouten der Welt. Mit eiserner Faust schlagen sie eine Schneise der Tyrannei und Ausbeutung und entfachen einen Krieg um die globale Vorherrschaft. Dieses Piratenspiel ist ein weiterer Looter-Shooter. Es fehlt nur noch der Battle Pass, der aber in Kürze folgen wird, um diese langweilige Scheiße am Leben zu erhalten. Wenn ihr mit dem Scheiß Spaß habt, bitteschön, spielt diese Kacke. Aber wenn es eben darum geht, ob wir in Zukunft noch Spiele haben, die wirklich in die Annalen der Geschichte einkehren und nicht eben nur in den Annalzugang, dann sehe ich eben schwarz. Ja, heilige Mutter Gottes. Wir hatten auf der PS3 mit Assassin's Creed noch ein besseres Piratenspiel und das war nur Triple A. Und man hat nicht gleich 80 Kröten dafür verlangt, für ein Spiel, das absolut null Inhalt bietet. Ich würde sagen, unser Glück nimmt Fahrt auf, was? Ja, die offene Welt ist riesig, aber sie besteht zu 95% nur aus Wasser. Und die Orte, an denen man anlegen kann? Ja, leck mich am Arsch. Alles derselbe Copy in Pest-Scheiß. Sieht ganz schön fertig aus, hält höchstens 2-3 Tage durch. Tage? Dieser Kadaver zerfällt doch jetzt schon. Zumindest klingt die Idee lustig. Das Versprechen von Skull & Bones, zu einem berüchtigten Piratenboss zu werden, klingt ja ganz nett und ist für jeden, der noch Träume hat, so verlockend wie das Lied einer Meerjungfrau. Leider wird die Realität dem nicht ganz gerecht. Schnell! Die Briten könnten noch in der Nähe sein. Nimm meine Hand! Du stirbst heute nicht! Aus den Wellen gefischt, begrüßt uns eine neue Crew als Schiffbrüchiger und befördert uns schnell zum Kapitän ihrer Dau, einem flotten kleinen Handelsschiff. Hier, ein Logbuch, das wir beim Wrack fanden. So wie Tinte und Pergament enthüllt sich das Schicksal Blatt für Blatt. Aber wenn das Land endlich erreicht und die erste Quest abgeschlossen ist, kommt ein wütender älterer Pirat und hält uns für den Kapitän, der dieses ganze Chaos überhaupt erst verursacht hat. Und wo wart ihr, Captain, als die Exeter von britischen Fregatten gehetzt wurde? Zweifellos habt ihr euch in eurem Quartier verkrochen, wie ein dreckiges Bilgenschwein. Drama pur. Dieses Gefühl der Verwirrung bleibt die ganze Zeit bestehen. Während die anderen zerstörten Piraten anfangen zu trinken, zu tanzen oder an Halbissen zu sterben, müssen Spieler Vorräte sammeln und Questmaterialien einsammeln, um ihre Ausrüstung zu verbessern und ein größeres Boot zu erwerben. Die Art und Weise, wie man diese Ressourcen erwirbt, ist nicht immer sinnvoll. Einer meiner Crewmitglieder warnte mich davor, Leichen zu plündern, aber als ich in ein Wrack einbrach, um inmitten eines regelrechten Leichenhauses voller Leichen und Schatztruhen Plünderungen durchzuführen, konnte ich außer Papierkram nichts anderes finden. Wisst ihr, was ein richtig gutes Piratenspiel war? Sid Meier's Pirates. Und das wurde vor über 30 Jahren veröffentlicht. Und wisst ihr, was man in dieser Perle machen konnte? Man schraubte sich nicht nur ein Boot zusammen und kümmerte sich um seine Crew und konnte Seeschlachten ausfechten. Nein, man konnte sogar von seinem Boot aufs Land gehen, um Festungen einzunehmen. Bei Furz und Bohnen findet man nichts Vergleichbares. Gut, die Grafik ist vielleicht schöner, aber das ist keine Kunst, denn der C64 hatte die Rechenleistung eines mittleren Taschenrechners.
Aber das war scheißegal, weil die Spiele eben damals klasse waren. Wie zur Hölle ist es eigentlich möglich, dass man mit einer unterentwickelten Hardware und damit zusammenhängenden beschränkten technischen Möglichkeiten bessere Spiele machen konnte als heute? Ich sag ja nicht, dass alle neuen Spiele für den Arsch sind. Ab und an kommt ja mal ein gutes Stück Software auf den Markt. Aber alles wirkt so austauschbar, vergesslich und lässt im Prinzip keinen bleibenden Eindruck. Dieses Schwein reibt mir seinen Arsch ins Gesicht! Aber mit welcher Abgebrühtheit und Kühnheit hier Ubisoft und andere Publisher heute hergehen und uns den absolut größten Rotz aller Zeiten vor die Füße kotzen und dann auch noch monatlich für einen verfickten Battle Pass noch was verlangen, geht einfach auf keine Kuhhaut. Und dann wundert man sich, warum die Industrie in den Arsch geht. Vielleicht sollte man sich nicht ständig selbst einen auf diesen abgefickten Scheiß einen runterholen und sich mit den Wichsgriffeln auf die eigene Schulter klopfen und sich mal Gedanken darüber machen, wirkliche Inhalte zu bieten. Aber nicht nur diese TikTok-verblödeten Affen mit irgendwelchen Scheiß abzuzocken. Du bist ein Glückskind, Captain. Mein Gefühl sagt mir, dass alles gut wird. Vielleicht wäre ein Absturz der Branche wie in den 80er Jahren mal wirklich wieder angebracht. Segel! Vor uns! Ursprünglich eine Mehrspieler-Erweiterung des beliebten Assassin's Creed 4 Black Flag, hat sich das Ding mittlerweile zu einem gewaltigen MMO-Giganten entwickelt. Bedauerlicherweise ist dies nicht so sehr eine Reaktion auf die Nachfrage der Fans, sondern weil Games as a Service ein verlockendes Einnahmemodell für Spieleherausgeber wie Ubisoft ist. Was Skull & Bones angeht, dann haben wir hier schon mal einen Anwärter für das schlechteste Spiel des Jahres. Mal abgesehen davon, dass die Grafik nicht wirklich vierfach A-Qualität hat, sind die Dialoge so spritzig geschrieben wie eine Steuererklärung. Ihr habt es weit gebracht, seit ihr Treibgut an der Küste gesammelt habt. Die Animationen waren sogar auf der PS3 noch besser. Und was hat man eigentlich den Synchronsprechern für diesen Job angeboten? Die Dialoge verpassen dieser seelenlose Pisse noch die restliche Würze. Dieser Händler ist so reich, er pisst flüssiges Gold. Doch ich bekam nur einen Brief. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen muss. Es gibt einen Vorteil, nämlich den Kampf. Der Spielstil macht auf schießwütige Weise Spaß, aber da es sich im Prinzip unter der Haube um Black Flag handelt, konnte man hier ja auch keinen Fehler machen. Zumindest ein Ding, das man nach 11 Jahren Entwicklung noch gut umgesetzt hat. Die Weltkarte erinnert mehr an das Reiseerweiterungspaket aus The Sims 4 und ist bei weitem nicht die schöne neue offene und große Spielwelt, die man uns versprochen hat. Es ist Langeweile pur. Das Grinden, um die notwendigen Materialien zu ernten, macht nicht wirklich Spaß und ist mehr verwirrend, da man nur an den Küsten der Inseln entlangfährt, um Minispiele zum Fällen von Bäumen, Fasern und Kokosnüssen bewältigen muss. Ich konnte nicht herausfinden, wie ich mit dem Hacken anfangen sollte, bis ich versehentlich rückwärts mit einem Stück Holz kollidierte, während ich einen aggressiven Hai zu Tode prügelte. Glücklicherweise können Haie geplündert werden, da das Fleisch zum Kochen zu Gerichten benötigt wird, um die Ausdauer der Besatzung auf See wiederherzustellen. Sobald das erste Kampfschiff mit Kanonen freigeschaltet ist, stehen aggressivere Aufträge und Kampfszenarien zur Verfügung. Hier sollte das MMO seine Stärken entfalten, aber wie zu erwarten ist dieser Teil voll von Fehlern und Frust. Durch einen Fehler bleiben vermeintlich sichere Zonen für Spieler mit niedrigerem Level offen für Angriffe für diejenigen, die bereits ein höheres Level mit größeren Geschützen und Schiffen erreicht haben. Troll Ahoi! Ja, es ist ein Piratenspiel, aber ständig zu Scheiße geschlagen zu werden macht keinen Spaß. In vielen Fällen geschieht dies völlig zufällig, wenn zum Bleistift ein anderer Spieler einen Liefervertrag abgeschlossen hat und verfolgt wird, dockt er vielleicht in Sicherheit an, aber man wird danach komplett von einem Schwarm besserer Piraten ausgelöscht werden. Das PvP ist im Moment stark unausgeglichen und man läuft Gefahr, jemanden zu treffen, der 5 Level über oder unter einem liegt. Während ich um positive Ergebnisse kämpfte, eröffnet die Option, eigene Schmuggelware herzustellen und über den Schwarzmarkt zu schmuggeln, letztendlich komplexere und zufriedenstellendere Verträge, vorausgesetzt man hält lange genug durch. Das offensichtlichste Beispiel für die fehlende Persönlichkeit von Skull & Bones ist sein seelenloser Protagonist. Während die Anpassungsoptionen weit über den anfänglichen Charaktererstellungsbildschirm hinausgehen und es Händler gibt, die Outfits und jede Menge Sammleraccessoires bieten, existiert keine Story und daher auch keine Verwurzelung in dieser Welt. Es gibt wirklich nichts, was einen in dieses Spiel hineinsaugt und längerfristig festhält, mal von den unzähligen und immer gleichen Quests abgesehen. Hört mal! Wer in Piratengewässern überleben will, muss mit den Haien schwimmen. Wenn das nichts für euch ist, dann segelt zurück zu eurem Karpfenteich. Letztlich wird jeglicher Spaß, den man mit Skull & Bones haben kann, durch die unzusammenhängende offene Welt, den Mangel an Persönlichkeit und die endlosen, ausgedehnten Fetch-Quests, die selten spannend sind, zunichte gemacht. Solltet ihr trotzdem Spaß mit diesem Kunstwerk haben, dann will ich den euch nicht verderben. Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Wenn ihr wollt, dann hämmert doch eure Meinung in die Kommentare. Ich bleibe weiter den angestaubten Retro-Spielen treu, denn wenn auch diese Spiele nicht frei von Fehlern waren, hatten sie wenigstens noch eine Seele. Es waren nicht alle Spiele gut in der Vergangenheit, aber zumindest war alles noch ehrliche Handarbeit. Ich hol jetzt Sid Meier's Pirates aus der Schublade und lösche Skull & Bones wieder von der Platte und schone meine Nerven.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.